mein Chef ist so gemein, mir einfach so zu kündigen. Hey, das ist ja unfair. Ja, obwohl ich doch immer so viel gearbeitet habe. Du hast doch sogar Überstunden gemacht. Eben. Erst vorgestern Abend war ich doch noch bis spät im Büro. Ja, und hat dir Lehmann überhaupt einen Grund gesagt, wieso er dich gekündigt hat? Nein, hat er nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dass er mit dieser fiesen Kuh Miriam unter einer Decke steckt. Mit deiner Kollegin? Was hat die denn damit zu tun? Die hat mich doch sowieso immer nur gemobbt. Und mich würde nicht wundern, wenn die mit dem Lehmann in die Kiste gesprungen ist, damit sie ihren Job behalten kann und ich rausfliege. Ey, diese Schlange. Ja, warum hätte der Lehmann sie denn sonst behalten sollen, wo sie doch die Toner-Kartuschen geklaut hat? Ey, oh Mann. Ich wünschte, wir könnten irgendwas gegen die beiden tun. Hallo, Herr Stevens. Mama, geh doch schon mal rein. Ich komm gleich nach. Okay. Hier. Was wollen Sie zuerst hören? Die gute oder die schlechte Nachricht? Lieber die schlechte. Also, passen Sie mal auf. Ihre Kollegin, Svenja Lutz, hat sie hintergangen. Sie hat heimlich hinter ihrem Rücken mit dem Chef geschlafen, vermutlich um ihre Stelle zu behalten. Das glaube ich nicht. Doch, ist leider so. Ich habe da ein Gespräch zwischen ihrem Chef und Frau Lutz mitbekommen. Und das lässt gewisse Rückschlüsse zu. Aber warum? Ich meine, Herr Lehmann musste mir den Vorzug geben. Schließlich bin ich länger im Betrieb. Ja, ich denke, Ihre Kollegin hat sich da verkalkuliert. Und deswegen musste sie Ihnen auch diesen Diebstahl unterschieben, um Ihre leidige Konkurrentin auszuschalten. Ihr Chef glaubt es mittlerweile auch. Ich habe mich schon immer gefragt, wie sich Svenja den ganzen Luxuskram leisten kann. Vermutlich durch Diebstähle. Aber ich kann das nicht glauben. Ich meine, man kann sich doch nicht so einem Menschen getäuscht haben. Ich würde ja gerne was gegen Miriam und den Lehmann tun. Aber was kann ich alleine da schon ausrichten? Du bist nicht allein. Du hast doch mich. Ehrlich? Ja, klar. Ich mach doch alles für dich. Das weißt du doch, Süße. Du bist echt ein Schatz. Danke. Ich habe da vielleicht auch schon eine Idee, wie wir es Miriam und dem Lehmann heimzahlen können. Okay, ich bin dabei. Und wie? Jetzt rufe ich erstmal Miriam an. Und dann erkläre ich dir alles Weitere. Wollen Sie jetzt die gute Nachricht hören? Bitte. Also, Ihr Chef will Ihnen Ihren Job wiedergeben und der Polizei alles Nötige mitteilen. Oh mein Gott. Danke. Ich hatte schon Angst, ich stehe mit einer Vorstrafe wegen Diebstahls da. Nein, nein, so weit wird es nicht kommen. Das hätte ich nicht zugelassen. Naja, aber vielleicht sollten Sie in Zukunft ein bisschen besser auf sich aufpassen und vorsichtiger sein. Und halten Sie sich ja fern von Ihrer Kollegin. Wenn man vom Teufel spricht. Da gehe ich wohl besser nicht ran, oder? Besser ist es. Also, ich pack's dann, ja? Wir hören voneinander. Tschüss. Tschüss. Hi Miri, ich bin Svenja. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein. So, wo bin ich? Wenn ich wohl hätte besser nicht kommen sollen. Danke, dass du gekommen bist. Ich muss dir doch alles erklären. Dann stimmt es also. Dann hast du mir den Diebstahl untergeschoben. Nein, natürlich nicht. Das war der Chef, ich schwör's dir. Das habe ich zuerst auch gedacht, aber ich meine, der Chef will mir meinen Job zurückgeben. Wieso sollte er das tun, wenn er mir den Diebstahl untergeschoben hätte? Wäre doch total unlogisch. Es stimmt, aber ich sag die Wahrheit. Und bitte setz dich doch, dann kann ich dir alles erklären. Okay. Dann schieß mal los. Ich bin gespannt. Tobias wollte mich loswerden, weil ich ihm unbequem geworden bin. Unbequem? Inwiefern? Mann, ich liebe Tobias. Ich bin echt so eine blöde Kuh. Du liebst den Chef. Ja. Und ich habe auch noch einen Riesenfehler gemacht. Ich habe auch noch mit ihm geschlafen. Aber ich hätte es einfach nicht ertragen können, von ihm getrennt zu sein. Ich musste das tun, deshalb wollte ich meinen Job behalten, weißt du? Also, erst macht der Typ uns so ein unmoralisches Angebot und dann schläfst du mit dem. Ja, ich konnte einfach nicht anders. Und ich weiß, dass das in deinen Augen falsch ist und ich habe ja auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich muss das einfach tun. Und
Und deshalb hat Tobias dir dann auch die Kartuschen untergeschoben, weil er mich da natürlich danach behalten wollte. Und warum hat er seine Meinung jetzt wieder geändert? Weil seine Frau alles rausgekriegt hat. Und dann hat er mich eiskalt abserviert. Und deinem Anwalt hat er dann erzählt, dass ich die Kartuschen gestohlen habe. Und das soll ich dir so glauben, ja? Es ist wirklich die Wahrheit. Es tut mir alles so leid. Mein ganzes Leben ist so furchtbar und ich habe mich dir gegenüber so unfair verhalten. Komm, alles gut. Respekt. Sie trainieren richtig oft hier. Ja, ohne Training bin ich nur ein halber Mensch. Und wenn es nach der Arbeit nicht reicht, dann muss die Mittagspause hier halten. Über solche Kunden freuen wir uns immer. Hier, geht aufs Haus. Oh, vielen Dank. Das kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Eine SMS vom Chef. Was will der denn? Will sich in einer Stunde mit mir treffen. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Warum denn nicht? Wahrscheinlich will er sich bei dir entschuldigen. Meinst du? Aber dann könnte er sich mit mir auch im Büro treffen und nicht irgendwo auf der Straße. Vielleicht hat er ja da in der Nähe noch einen Geschäftstermin. Und außerdem denke ich, dass es auf neutralem Grund auch erstmal besser ist. Vielleicht, aber ich nehme auf jeden Fall meinen Anwalt mit. Du, das würde ich lieber nicht machen mit dem Anwalt. Guck mal, du und Tobias, ihr müsst irgendwie versuchen, einen neuen Start hinzukriegen. Und wenn du deinen Anwalt mitnimmst, dann wirkt das gleich wieder so aggro. Vielleicht hast du recht. Aber dafür hast du doch noch Zeit, oder? Die habe ich eben schon für dich bestellt. Danke. Danke, dass Sie kommen konnten. Klar, aber ich kann Ihnen leider auch nicht sagen, wo Ihre Tochter ist. Miriam ist normalerweise so zuverlässig. Sie wollte mich eigentlich zum Arzt fahren, aber sie ist nicht nach Hause gekommen. Vielleicht ist ja was passiert. Miriam? Bist du das? Ja. Kind, wo kommst du denn jetzt her? Mama, das glaubst du nicht. Ich bin im Auto eingeschlafen oder ohnmächtig geworden. Ohnmächtig geworden? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich wollte mich mit meinem Chef treffen in der Erasmusstraße. Und bin ich in meinem Auto eingeschlafen und habe ihn wohl verpasst. Aber wieso wollten Sie sich ausgerechnet da mit Ihrem Chef treffen? Er hat mich per SMS dorthin bestellt. Du trägst ja deine Bluse auf links. Stimmt. Ich hätte schwören können, ich habe sie heute Morgen richtig angezogen. Was machen Sie eigentlich hier? Na ja, Ihre Mutter hat sich Sorgen gemacht. Dein Arzttermin. Tut mir leid. Schon gut. Ich mache uns jetzt mal eine schöne Tasse Tee. Danke. Gut, dass Sie hier sind. Ich wollte sowieso mit Ihnen reden. Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Svenja hat die Kartuschen nicht geklaut. Wie kommen Sie denn darauf? Ich habe mich mit ihr getroffen. Und da hat sie mir gestanden, dass sie sich in den Chef verliebt hat und mit ihm geschlafen hat. Herr Lehmann wollte sie behalten, deswegen hat er mir die Kartuschen untergeschoben. Aber ich bitte Sie, warum sollte Ihr Chef denn das tun? Hm? Warum sollte er sich denn dann überhaupt mit Ihnen treffen wollen? Ja, weiß ich nicht. Das kam mir auch komisch vor. Aber ein Gespräch mit Herr Lehmann steht ja sowieso an. Deswegen wollen Sie mich vielleicht morgen dahin begleiten?
Natürlich. Ich setze dich dann an der Schule ab. Du hast doch diese, heute Nachmittag diese Lehrerkonferenz. Als würde dich das interessieren. Ach, Lisa, sei doch nicht so. Wir haben doch drüber gesprochen. Wir haben uns versöhnt. Ja, und warum hast du mich denn gestern versetzt? Mann, wir wollten zusammen einkaufen gehen. Und du tauchst einfach nicht auf. Und auf deinem Telefon warst du auch nicht zu erreichen. Lisa! Ja, wahrscheinlich hast du dich wieder mit irgendeinem deiner Flittchener vergnügt. Ich hab dir doch schon tausendmal gesagt, ich war im Fitnessstudio, war beim Training und danach bin ich im Auto eingeschlafen. Sag mal, für wie blöd hältst du mich, hä? Kannst du noch mal kurz schauen, bitte? Ich fass das nicht, du Schwein! Ich hab die Nase voll, ey! Was ist denn los jetzt? Ich lass mich scheiden. Und diesmal ein für alle Mal. Lisa! Oh nein! Hallo? Ist da die Polizei? Ja, ich möchte ein Verbrechen melden. Hey Leute, ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend für euch, dass ich jetzt wieder da bin. Und ihr denkt vielleicht, ich habe die Kartuschen gestohlen. Habe ich aber nicht. Ich hoffe, das kann der Chef heute klarstellen. Einfach hier hinstellen, ja? Ja, bitte. Habt ihr das Foto gesehen? Ja. Die ganze Firma hat es auf dem Rechner. Es ist im Intranet. Frau Siebert, können Sie das erklären? Das bin ich, aber ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Glückwunsch! Ganz großes Kino. Sie haben meine Ehe zerstört. Herr Lehmann, ich habe keine Ahnung, wie das... Ja. Sie haben mich vergewaltigt und wollen jetzt auch noch meinen Ruf ruinieren. Also, Herr Lehmann, ich bitte Sie. Was glauben Sie denn, wie dieses Foto entstanden sein soll? Ja, ich muss betäubt worden sein. Frau Siebert war das wahrscheinlich. Und dann, ja, bin ich im Auto wieder aufgewacht. Mir ist genau das Gleiche passiert. Ach, wissen Sie was? Von Ihnen möchte ich gar nichts mehr hören. Ich habe auch noch ein paar Fragen an Sie. Ach, Herr Lehmann, eins noch. Wo waren Sie denn zuletzt, bevor Sie diese Erinnerungslücke hatten? Ich weiß nicht, was Sie das angehen sollen, aber wenn Sie es wissen wollen, ich war im Fitnessstudio. Guten Tag. Das ist doch alles höchst seltsam. Meine Mandantin hat doch gar keinen Grund, irgendwelche Nacktfotos von sich und ihrem Chef zu posten. Ganz im Gegenteil, das wäre höchst kontraproduktiv. Das würde ihr doch einen Neuanfang in der Firma erschweren, vielleicht sogar unmöglich machen. Aber bei dem Stichwort Fitnessstudio, da hat es bei mir geklingelt. Ich glaube nämlich viel eher, dass die Kollegin meiner Mandantin, diese Frau Lutz, hinter der Sache steckt, um sich so an ihrem Chef und meiner Mandantin zu rächen. Und ihr Freund, der arbeitet doch in einem Fitnessstudio. Und genau deswegen werde ich mit dem mal vorknüpfen. Ach, hallo Herr Anwalt, schön Sie zu sehen. Haben Sie eigentlich schon mit Miriam gesprochen? Also ich hoffe ja echt, dass sie nicht mehr böse auf mich ist. Also das hat wirklich nichts mit mir zu tun, ja? Das klären Sie mit ihr besser selbst. Ich möchte jetzt eine Trainingsstunde mit Herrn Richter vereinbaren. Mhm. Na dann, viel Spaß. Danke. Herr Richter? Ich habe jetzt keine Zeit für Sie, ich muss arbeiten. Ah, verständlich. Aber wenn Sie arbeiten müssen, dann könnten Sie mir ja gleich dieses Gerät erklären, oder? Ja, setzen Sie sich. Gewichte sollten passen. Dann einfach links und rechts entsichern. So? Ah ja. Das ist ja ganz einfach, aber anstrengend. Ich habe da übrigens gerade Ihre Freundin gesehen. Heißes Ding. Kein Wunder, dass Sie da immer so eifersüchtig sind. Aber jetzt sage ich Ihnen mal was, auf die müssen Sie aufpassen. Die weiß, wie man die Männer um den Finger wickelt. Nur bei Ihrem Chef hat es ja anscheinend nicht so geklappt. Was soll denn das heißen? Ach, das wussten Sie gar nicht. Ihr Chef hat ihr gekündigt. Und das, obwohl sie mit ihm in die Kiste gesprungen ist. Das ist eine Lüge. Ja? Svenja wurde von Miriam und Lehmann ausgehebelt. Und deswegen haben wir... Deswegen was? Deswegen haben sie sich an den beiden gerecht, oder was? Nein.
Also, jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich glaube, dass Ihre Freundin Sie nur benutzt hat. Und da sind Sie nicht der Einzige. Aber sie würde mich niemals betrügen, ja. Da wäre ich mir nicht so sicher an Ihrer Stelle. Aber wenn Sie wollen, beweise ich Ihnen gern das Gegenteil. Ah, Herr Lehmann, zu Ihnen wollte ich gerade. Nee, ich sehe schon wieder. Ich will einfach nicht mit Ihnen sprechen. Jetzt geben Sie mir doch 5 Minuten Ihrer kostbaren Zeit. Sie werden es nicht bereuen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, denn mein ganzes Leben geht gerade den Bach runter. Ich mache mich zum Gespött meiner Mitarbeiter. Und das Foto ging in der Branche die ganze Runde. Meine Frau ist ausgezogen, ihr Anwalt hat sich schon gemeldet. Im Klartext, mein Leben ist im Arsch. Und sehen Sie, ich kann Ihnen helfen, denjenigen zu überführen, der Ihnen das alles eingebrockt hat. Ja, die Polizei kümmert sich doch schon um Frau Siebert. Wer spricht denn von Frau Siebert? Frau Siebert ist genauso Opfer geworden wie Sie auch. Ja klar, sagen Sie das jetzt, Sie sind auch Ihr Anwalt. Jetzt überlegen Sie doch mal bitte, welches Motiv sollte denn Frau Siebert haben? Ja, aber sie war noch mit auf dem Foto. Ja, und sie hatte genauso wie Sie die Augen geschlossen. Sie hätten sie mal sehen sollen, als sie gestern zurückkam. Sie hatte die größten Erinnerungslücken, war völlig neben der Spur. Ja, aber wie soll dann das Foto entstanden sein? Na, ich gehe davon aus, dass Ihnen beiden K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Sagen Sie, haben Sie vor Ihrer Erinnerungslücke vielleicht irgendwas getrunken? Ja, so einen Energy Drink, den gab mir im Fitnessstudio der Trainer. Volker hieß er. Da sehen Sie es. Und dieser Volker Richter ist zufälligerweise der Freund von Svenja Lutz. Na? Was? Nee, nicht ernst. Also, wollen Sie sich jetzt anhören, was ich Ihnen zu sagen habe? Hey, da bin ich. Aber was willst du denn eigentlich noch von mir? Ich muss dir was erzählen. Und zwar, Frau Siebert hat mich mit K.O.-Tropfen betäubt. Und dann hat sich nackt im Auto auf mich gelegt und hat ein Foto davon machen lassen. Und das hat sie dann ins Internet gestellt. Was? Das ist ja furchtbar. Ja, meine Frau hat's auch gesehen. Die will sich jetzt scheiden lassen. Oh, du Armer. Das tut mir wirklich leid für dich. Ah, ja, das braucht dir nicht leid zu tun. Jetzt bin ich frei für dich. Seit wir am Montag Sex gehabt hatten, gehst du mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Naja, also, ich fand's ja auch nicht schlecht, ne? Ja, und deine Stelle kannst du auch wieder zurückhaben. Und ich dachte mir, vielleicht, ja, Marketingleiterin würde gut stehen. Echt? Ja. Wow, das wäre ja toll. Ja, und davor würde ich sagen, ich kenne ein schönes Resort auf Bali. Da könnten wir einen schönen Urlaub verbringen. Aber bist du denn gar nicht mehr böse auf mich, weil ich die Tonerkartuschen geklaut und alles Miriam untergeschoben habe? Ach ja, du bist ein raffiniertes Luder, aber genau deswegen stehe ich so auf dich. Cheers. Ja, jetzt müssen wir nur noch deinen Freund loswerden. Denn teilen will ich dich nicht. Kein Problem, ich mache heute noch mit ihm Schluss. Er sieht zwar super aus, aber leider ist er dumm wie ein Brot. Ganz im Gegensatz zu dir natürlich. Was hast du gesagt? Das Brot hat jetzt auch was zu sagen. Svenja hat alles geplant. Sie hat Miriam mit K.O.-Tropfen betäubt und sie ins Fitnessstudio gefahren. Ach, halt du doch deine Klappe, du Blödmann. Das könnte dir so passen, ha? Aber ich sag alles. Ich habe Lehmann außer Gefecht gesetzt und dann haben wir beide im Auto aufeinander gelegt, dass es aussieht, als ob sie Sex gehabt hätten. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Und dann haben sie meine Mandantin in die Erasmusstraße gefahren, bevor sie aufwacht. Weißt du, du bist so ein Miststück. Von vorne bis hinten hast du mich belogen. Du hast nicht mit dem Chef geschlafen, weil du in ihn verliebt bist, sondern aus purer Berechnung. Solidarität ist dir ein Fremdwort, oder? Man muss sehen, wie man weiterkommt. Ich kann mir Solidarität nicht leisten. Und du hättest es doch mit deiner Naivität eh nicht weit gebracht. Und hättest du hier nicht deinen Anwalt angeheuert, dann wäre mein Plan doch aufgegangen. Das sehe ich anders. Denn die Geschäftsleitung Ihrer Firma hat beschlossen, meine Mandantin zu befördern. Denn im Gegensatz zu Ihnen und Herrn Lehmann hat sie sich stets solidarisch und korrekt verhalten. Das ist nicht mal Erfolg. Naja, was ist das denn? Ach, ey. Naja, trotz des Wetters, das Sprichwort, ehrlich währt am längsten, zahlt sich halt am Ende doch aus. Denn meine Mandantin kann ihren Job behalten. Ganz im Gegensatz zu ihrem vormaligen Chef, Herrn Lehmann. Und der muss sich jetzt auch noch wegen sexueller Nötigung verantworten. Ach, und was diese ach so tolle Kollegin meiner Mandantin angeht, diese Frau Lutz, die hat so einiges auf dem Kerbholz. Nicht nur, dass sie sich jetzt wegen gewerbsmäßigen Betruges, Diebstahls, auch ein bisschen Körperverletzung verantworten muss, nein, sondern auch noch wegen Vortäuschen seiner Straftat. Und da hat sie dann lange Zeit im Gefängnis mal drüber nachzudenken. Für ihren Freund und Fitnesstrainer gilt übrigens das Gleiche.